ciao, ciao, guten Tag, moin, moin, servus, grüß dich, hi. Hallo, ciao, ciao, guten Tag, moin, moin, ja, du bist dabei. Hallo, ciao, ciao, guten Tag, moin, moin, servus, grüß dich, hi. Hallo, ciao, ciao, guten Tag. Meine Lieben, wir sind mal wieder. Die Zeit, in der wir zu Hause bleiben müssen, die hat sich ja wieder verlängert und wer weiß, vielleicht müssen wir noch länger als eigentlich geplant zu Hause bleiben und können uns in der Kita nicht sehen. Deswegen haben wir uns gedacht, damit euch zu Hause nicht langweilig wird, machen wir ein neues Video für euch. Genau, und ein paar Sachen davon werdet ihr schon kennen, ein paar Sachen sind aber auch neu für euch. Und zwar heute geht es im Video um die Jahreslosung. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was ist denn bitte schön eine Jahreslosung? Und zwar gibt es eine Gruppe von Menschen, die sich für jedes Jahr einen neuen Vers aus der Bibel aussuchen, der uns sozusagen ein bisschen durch das Jahr leiten soll. Das heißt, wir gucken uns an, was steht in dem Vers und gucken, wie wir das in unserem Leben umsetzen können. Genau, und der Vers für dieses Jahr, der heißt, Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Was ist denn jetzt bitte Barmherzigkeit? Ja, keine Ahnung. Das wollen wir in dem Video klären. Heißt das, keine Ahnung, wir haben uns alle lieb und umarmen uns jetzt, weil in dem Wort steht herzig sein oder meinten die warmherzig? Und das ist ganz schön schwierig, oder? Um das Wort Barmherzigkeit zu erklären, haben wir euch eine Geschichte aus der Bibel mitgebracht. Aber bevor wir die erzählen, wollen wir noch gemeinsam beten und ein Lied singen. Viel Spaß beim Video. Danke, Vater, für die Nacht und für das strahlende Licht am Morgen. Danke für das Essen und für das Trinken und für die Liebe, die uns jeden Tag neu geschenkt wird. Amen. Und ich flieh, 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 flie
groß, groß, du bist der Größte. Du bist Gott der ganzen Welt, dessen Wort nie verfällt. Du bist stark, du bist der Stärkste. Wer tief ins Kopf, bekommt neue Kraft. Wer tief ins Kopf, der kann fliegen. Und ich flieg, 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 flieg wieder heiler. Weil ich tief ins Kopf, flieg, 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 flieg. Ich bin stark, stark, stark. Ein Mann reiste durchs Gebirge, auf einsamen Wegen, an gefährlichen Schluchten vorbei. Er hat einen Esel mit wertvollen Waren dabei. Plötzlich springen Räuber hinter einem Felsen hervor, schlagen den Mann und nehmen ihm seinen Esel weg. Dann verschwinden sie wieder zwischen den Felsen. Der Mann bleibt verletzt liegen. Er ist ganz alleine und ruft um Hilfe. Doch niemand hört seine Rufe. Endlich kommt jemand den Weg entlang. Es ist ein Priester, der seinem Ziel entgegeneilt. Der Verletzte ruft um Hilfe. Der Priester hört ihn, doch er hält nicht an. Ohne den Verletzten anzusehen, geht er weiter. Nach einiger Zeit kommt noch jemand vorbei. Es ist ein Tempeldiener, ein Levit. Der Verletzte ruft wieder um Hilfe. Doch der Levit tut so, als wäre da gar nichts. Er geht einfach weiter. Der Verletzte bleibt ein weiteres Mal alleine zurück. Da kommt ein dritter Mann vorbei. Es ist ein Fremder aus einem anderen Land, aus Samaria. Der Samariter reist mit einem Esel. Der Samariter hört und sieht den Verletzten. Er geht zu ihm und fragt ihn, was ist mit dir geschehen? Er sieht, dass der Verletzte kaum sprechen kann, so schwach ist er. Da versorgt der Samariter die Wunden des Reisenden und hilft ihm auf seinen Esel. Dann führt er den Verletzten zu einer Herberge. Dort soll sich der verletzte Mann ausruhen. Der Samariter bleibt die ganze Zeit bei ihm. Am nächsten Morgen will der Samariter weiterziehen. Er gibt dem Wirt der Herberge Geld, damit der den verletzten Mann weiter pflegen kann. Der Wirt versorgt ihn so lange, bis der verletzte Mann wieder gesund ist und nach Hause gehen kann. Oh Mann, habt ihr gut aufgepasst? Wie schade, dass die anderen dem verletzten Mann nicht geholfen haben. Aber wie gut, dass der barmherzige Samariter vorbeigekommen ist. Der hat geholfen. Von den anderen, das war überhaupt nicht nett. Silvana hat euch ja am Anfang die Jahreslosung vorgelesen. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Aber was ist denn barmherzig sein? Wie macht man das? In barmherzig steckt ja das Wort Arm und das Wort Herz. Wir können also mit unserem helfenden Arm unsere Herzenseinstellung zeigen. Ich möchte nicht immer nur an mich denken, sondern möchte auch anderen Menschen helfen und nett sein und freundlich sein. Wie das genau geht, das erkläre ich euch gleich noch. Kennt ihr auch solche Tage, wo man voll schlecht gelaunt ist, wo überhaupt nichts funktioniert?
Ey, wenn ich so einen Tag habe, dann bin ich überhaupt nicht nett zu meinem Mann, meinen Kindern, meinen Freunden. Aber was total cool ist, ist, dass Gott, unser Vater, mich trotzdem liebt. Er ist barmherzig zu mir. Das kann ich mir nicht verdienen, das schenkt er mir so. Und diese Barmherzigkeit, die sollen wir weitergeben. Das möchte Jesus gerne. Und es macht auch Spaß, anderen Leuten zu helfen. So wie der barmherzige Samariter in der Geschichte, so sollen auch wir anderen Menschen helfen. Aber wie können wir das denn machen? Habt ihr Ideen? Ich habe da so ein paar Ideen für euch. Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr jemanden kennt, der traurig ist oder gerade irgendwie ganz einsam ist, vielleicht habt ihr jemanden in der Nachbarschaft, der alleine lebt und man darf sich im Moment nicht mit so vielen Menschen treffen, dann könnt ihr der Person was basteln oder ein Bild malen und sie damit überraschen. Ihr findet zum Beispiel auch in der App hier diesen das Herz und ihr seht ja, das sind so Puzzleteile angemalt oder eingezeichnet. Das könnt ihr auseinanderschneiden und könnt das verschenken. Dann könnt ihr eurem Freund ein Puzzle schenken. Voll die coole Idee, oder? Ihr könnt aber auch, wenn zum Beispiel dein Bruder oder deine Schwester Hilfe beim Anziehen braucht, könnt ihr denen auch helfen. Oder? Ich habe noch eine coole Idee. Wenn die Spülmaschine mal wieder voll ist, räum sie doch mal aus. Hilf mal deiner Mama. Ich verspreche euch, die wird sich riesig freuen und du wirst dich freuen, weil du deiner Mama eine Freude gemacht hast. Vielleicht siehst du auch jemanden, der sich gerade irgendwie wehgetan hat, verletzt hat. Du kannst trösten oder auch ein Pflaster vorbeibringen und helfen. Du kannst auch jemandem helfen, über Mauern zu klettern oder einen Baum hochzukommen. Und was ich richtig blöd finde, ist, wenn andere Kinder geärgert werden. Hast du das auch schon mal erlebt? Hast du das vielleicht schon mal gesehen? Dann hilf doch den Kindern. Du kannst eintreten. Du kannst sagen, hört auf, denjenigen zu ärgern, das ist nicht nett. Oder du tröstest hinterher das Kind, was dann natürlich ein bisschen traurig ist. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie ihr barmherzig sein könnt. Und es macht so viel Spaß, anderen Menschen zu helfen, weil es einem dann selber auch gut geht. Und ich sage euch, Jesus wird sich riesig drüber freuen. Also, ich wünsche dir und deiner Familie viel Spaß beim barmherzig sein. Und ich würde gerne noch beten, damit ihr das auch alles gut hinbekommt. Danke, lieber Gott, dass du uns in der Geschichte vom barmherzigen Samariter gezeigt hast, was es heißt, barmherzig zu sein. Danke, dass du uns Augen gegeben hast, dass wir sehen können, wenn andere Kinder Hilfe brauchen. Und dass du uns Arme gegeben hast, mit denen wir helfen können, was Gutes tun können. Du kannst uns einfach helfen, dass wir mit offenen Augen durch den Alltag gehen und ja, wirklich dann das tun, was du dir von uns wünschst, dass wir helfen können und andere trösten. Sei du da einfach bei uns. Amen. Dieses Barmherzigsein, wo die Julia eben von geredet hat. Wir haben ja die Bilder gesehen und diese Beispiele von ihr. Also man kann, wenn man barmherzig sein möchte, ganz konkret was tun. Ich hatte jetzt aber noch eine Idee, wie man auch barmherzig sein kann. Man könnte nämlich beten, um barmherzig zu sein. Also für jemand anderen beten. Und ich hatte eine Idee dazu. Es gibt ja Gummibärchen, die esst ihr wahrscheinlich alle sehr gerne. Die gibt es ja in sauer und in süß. Und dann könnte man sich ein saures Gummibärchen nehmen und schon mal vorher überlegen, auf wen war ich denn in letzter Zeit sauer? Über wen habe ich mich vielleicht ein bisschen geärgert? Und dann kann man für denjenigen beten. Zum Beispiel so, dann steckst du das in den Mund und überlegt, für wen könnte ich denn wie beten? Wo war ich denn sauer? Und ein Beispiel könnte sein, ich muss nur erstmal kauen. Ich war auf meine Schwester letztens sauer, die ist nämlich voll zu spät gekommen. Da können wir sagen, Jesus, du weißt genau, dass ich sauer auf meine Schwester bin, weil die mich voll hat hängen lassen und ich ewig auf die gewartet habe. Bitte sei du ihr trotzdem mit deiner Liebe und deiner Barmherzigkeit nah und mach, dass wir die Situation klären können und einfach wieder gut miteinander sind. Amen. Und man könnte sich jetzt auch noch ein süßes Gummibärchen nehmen und überlegen, wer sind denn meine Freunde, wen mag ich denn? Und dann sagt, ach ja, Jesus, danke für meine Freundin. Danke, dass wir ja so gut miteinander auskommen, dass wir gut miteinander spielen können. Und einfach, ja, danke, dass wir Freunde sein können. Amen. Und dann könnt ihr euch ja auch mal saure und süße Gummibärchen nehmen und überlegen, ja, auf wen war ich vielleicht mal sauer, wo habe ich mich geärgert und wen mag ich und wo ist alles gut? Und einfach für beide Situationen beten.
ist das ja eine Idee, die ihr habt, wo ihr auch beten könnt. Viel Spaß dabei! Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Hab keine Angst, wenn du allein bist. Hab keine Angst in der Dunkelheit. Hab keine Angst, wenn du krank bist. Und hab keine Angst, wenn der Donner kracht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. So, meine Lieben, das war's für heute schon wieder. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt ja vielleicht einfach jetzt in den nächsten Tagen mal darüber nachdenken, wie ihr barmherzig sein könnt und probiert es doch einfach mal aus. Ihr werdet sehen, das kann ganz schön viel Spaß machen. Ich möchte euch jetzt noch einen Segen zusprechen und wenn ihr möchtet, dürft ihr dabei so machen. Das bedeutet einfach, dass ihr den Segen annehmt, den ich euch jetzt zusprechen werde. Gott segne euch, lasse euch Freude, Lachen und seine Freundschaft spüren. Gott behüte und beschütze euch und erfülle euch mit seiner Liebe. Gott nehme euch an der Hand, begleite und führe euch auf eurem Weg. Es segnet euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.